So, herzlich willkommen auf meinem Kanal LK Play 87 hier auf der Rehbach. Ich schließe jetzt das Ding hier noch an, weil wir haben ja eine Mission mit Striegeln. Tür ist auf, Tür ist zu. Den müssen wir, glaube ich, noch nach oben fahren. Ja, perfekt. Jetzt ist genau das eingetreten. Wir konnten... Flitzen den schnell raus, dass es nicht so laut ist. Und zwar... habe ich mir gedacht, wir bauen uns hier irgendwo eine kleine Garage hin. Wie findet ihr das? Und zwar eine kleine Werkstatt. Und zwar, aber jetzt mache ich wirklich erstmal hier den Motor aus. Das ist ja kaum auszuhalten. Ups. Und zwar eine kleine Garage, die ich nicht weiß, wo die ist. Pflanzen, Bäume, Malen, Formen, Dekoration, sonstiges. Eine Werkstatt. Ne, das ist, glaube ich, nur das hier. Ne. Sieht aus alles nur wie, ja, ihr wisst schon, Deko. Tiere, sonstiges. Generatoren. Okay, Gebäude. Aha. Kirche, Wetterstation, Wetterversagen eines Betriebs. Eine Werkstatt. Bisschen groß, eine kleine Werkstatt. Haben wir nicht hier irgendwo große Fahrzeug? Kleine Blech. Mehr haben wir nicht. Also muss ich erstmal. Da muss ich leider erst einmal suchen. Im Mod-Hub. Das sollte jetzt natürlich erstmal so auch klappen. Falls wir doch immer mit den Gewichten hier arbeiten müssen und alles. Ja, ja. Ihr wisst, was ich gucken will, gell? Und zwar die 25. Genau, wir fahren hier oben lang. Das haben wir nämlich dann direkt da. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob das der längere Weg ist. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist der perfekte Weg in die Freiheit. Wollte ich schon gerade sagen. Ah, mein Feld wollte ich auch noch striegeln. Mein Gott, Arbeit über Arbeit über Arbeit. Aber wenn wir den jetzt eh schon mal gleich dran haben, dann werde ich den nachher gleich striegeln bei mir. Direkt nach der Unkrautbekämpfung auf Feld 25 düsen wir sofort zu unserem Feld, striegeln das. Und das mache ich in dieser Folge, weil ich weiß, in der nächsten Folge werde ich es wieder vergessen. Weil ich glaube, das wollte ich schon vor 4 Folgen auch schon machen, vor 5 Folgen wollte ich schon machen. Und jetzt muss ich es aber langsam machen, weil sonst werde ich es nie machen. So. Schöne Gegend hier, gell? Kann man hier reinfahren? Nee. Was ist denn das hier überhaupt? Oh, was ist das denn? Baustelle. Das ist mir das letzte Mal gar nicht aufgefallen. Apropos aufgefallen, sind wir richtig? Daran kann ich mich auch irgendwie nicht erinnern. Okay. Ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, dass wir hier hinten lang gefahren sind. Wo sind wir denn jetzt hier über Plank gefahren? Ups. Doch, wir sind wirklich da hinten lang gefahren. Okay. Jetzt fahren wir links und dann sind wir schon da. Aber hier, glaube ich, kommen wir nicht rein. Nee, genau. Genau. Das war ja das. Genau. Müssen da vorne rein. Gut, das ist jetzt das kleinste Hindernis, was wir haben, da reinzufahren. Also das ist ja wirklich easy peasy jetzt hier. So.
Gehen wir ein bisschen von Gas, lassen ein bisschen reinrollen. Sehr schön, sehr schön. Herrlich. Ich glaube, vom Abstand ist es perfekt. Da klappt sich nicht nochmal weiter aus. Okay. Dann ist es vom Abstand doch nicht so perfekt, wie ich gesagt habe. Dann tut es mir definitiv leid. So. GPS, machen wir GPS an? Ich glaube... Ja, komm, wir machen GPS an. Wir machen GPS an. Automatisch. Zack, 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 zack. Gib ihn. Genau, gib ihn nicht, weil ich es nämlich nicht abgesetzt habe. Aber ist auch egal. So. Komme ich da hinten rum? Ja, ich denke schon. Absetzen. Sieht man das? Ah ja, doch. Ich sehe es, dass... Ja, ja, dass das Gras weg ist. Okay. Aber wenn wir doch hier gleich mal langfahren, kann ich ja gleich mal ein Thumbnail machen. Weil es hier nämlich so mega aussieht. Sehr schön. Klasse. Ich mache gleich nochmal eins, falls ich mich doch für ein anderes entscheide. So, jetzt haben wir das auch gleich gemacht. Weil, warum sollen wir das nicht machen? 12 km/h. Okay, da strengt er sich an. Wir kommen hier optimal vorbei, ja. Aber ganz knapp an den Bäumen. Aber das ist okay. Der fährt jetzt von allein. Jetzt müssten wir hier mal gucken, wie viel 7%. Es ist nicht die Welt. 680 Euro. Aber 680 Euro haben oder nicht haben, das ist schon mal... Ihr wisst selber. Immer gut, wenn man was auf der Seite hat. So. Jetzt haben wir schon den 26. Mai. Schön, schön, schön. So. Hier gehen wir mal kurz nach oben. Weil hier möchte ich Vorgewende schnell fahren. Eigentlich hätte ich eine Pflegebereifung drauf machen müssen. Eigentlich. Wie gesagt... Mit der realistischen Spielweise müssen wir noch ein bisschen abwarten. Weil ganz so gut kann ich es noch nicht, wie ihr gerade selber gesehen habt. Ein bisschen vergesse ich immer. So. Dann wieder zurück. Wie gesagt, aber sowas wie Aufstellen und so weiter, das sollte schon drin sein. Müsste ich nur gucken. Was mit den GPS, richtig. Du wirst mich hier... Warum hat er jetzt so komisch... piepst? So. Kann ich hier runter? Hier kann ich schon runter. Perfekt. Na gut, eine kleine Ecke. Schauen wir dann später. Die müssten wir dann beseitigen. Viele Steine liegen hier rum, sehe ich gerade. Hätte er mal was machen können, oder? Wir müssen aber nachher bei Spielinfo dann schauen oder Feldinformationen bei mir an der Wiese, ob sich da wirklich was tut. Ob da wirklich eine kleine Steigerung ist von 5% oder so. Aber sonst können wir auch das Unkraut drin lassen, weil warum soll ich es sonst raustun? Ja, er strengt sich jetzt aber schon an hier, ne? Wie viel Prozent haben wir denn schon? 28%, das läuft doch wie am Schnürchen. Oh, 7 Grad nur. Ach, da steht es auch. Lohnt. Ich glaube, beim letzten Mal, wisst ihr noch, wo ich gedüngt habe, wo ich mich so aufgeregt habe? Ich glaube, das war wirklich, dass ich mich da verlesen habe. Passiert, passiert, passiert. Kann den besten Mal passieren.
sehr wellig, das Feld, sehe ich gerade. Gute Steigung mit dabei, deswegen muss er mal ab und zu mal richtig gut kämpfen. So, hier machen wir auch mal ein kleines Vorgewende rein, hätte ich gesagt. Gut, einmal so, dann hier zurück, so, absetzen und die Seite hier, wunderbar, wunderbar. Wo bin ich denn hier am Ende? Hier, genau. So, fertig. Jetzt muss ich dann auf 1 kommen. So. Tempomat. Tempomat sage ich schon. GPS absetzen. Tempomat. Und wunderbar. Gestern oder vorgestern habe ich gelesen, hat einer reingeschrieben in den Kommentaren, das mit den Lügen muss ich noch lernen. Ich weiß, das ist jetzt ewig her, bestimmt 3, 4. Ach ja, gut, 4 Wochen jetzt nicht, aber 2 Wochen bestimmt her. War ziemlich am Anfang. Ihr habt es mir jetzt nochmal angeschaut? Ich habe da auch drunter geschrieben, aber was genau habe ich denn falsch gemacht? Ich kann es mir denken, ich bin immer auf die gepflügte Seite gefahren. Also hätte ich das Gepflügte wieder platt gemacht. Das meinst du, oder? Oder was genau? Das ist doch das, was du meinst, oder? Weil ich dann praktisch mein gepflügtes, was gepflügt war, da wieder mit meinem Reifen drauf war. Was anderes kann ich mir jetzt gar nicht so großartig vorstellen. Oder von der Geschwindigkeit her. Gut, von der Geschwindigkeit her. Ich war jetzt nicht schnell, war aber auch jetzt nicht langsam. Aber da habe ich schon, habe ich gleich nachschauen müssen. Habe mir gedacht, den Kommentar muss ich auf jeden Fall gleich mal abchecken. Und das war der einzigste Fehler mit, was ich gefunden habe. Wenn es der war. Weil das war mir schon bewusst, dass ich mit meinem Reifen da jetzt nicht hätte fahren dürfen. Glaube ich. Oder was heißt glauben? Es ist logisch. Jetzt bin ich ein bisschen... Ah doch, okay, hier absetzen. Ah, hier war man ganz kurz neben der Kappe. Fährt er schon richtig? Ja, genau. Ja. Sie, also, wie ihr seht, ich brauche immer Zeit, um die Kommentare zu lesen, weil da muss ich nochmal genau abchecken. Ich habe da nämlich auf dem Handy dieses Studio und irgendwie komme ich da ein bisschen durcheinander mit diesem YouTube-Studio. Und ja. Kann man zwar so Analysen machen und schauen, wie viele Leute. Ich glaube, Kommentare kann man auch durchlesen, kann man auch direkt darauf antworten, glaube ich. Muss ich aber nochmal genau drauf achten. Was heißt, muss ich genau drauf achten? Nein, drauf achten muss ich nicht. Ich muss da mich mal reinfuchsen in diese App, wie was funktioniert. So. Bin ich da ziemlich weit drüben. Hey! Tue ich jetzt schon die ganze Zeit so striegeln oder Leute, also das kann da jetzt also das kann nur mir passieren, Leute. Da habe ich wahrscheinlich beim Tempomat einfach mal das X gedrückt. Hab dann zurückgeschaut. Hey Leute, ich muss so lachen jetzt, wirklich. Da hängt das blöde Ding da oben, hey. Ich glaube, ich habe einen.
ich glaube, ich sehe nicht richtig. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist schon mal 2-3 Bahnen, was ich hier lang gucken muss. So. Ah, jetzt weiß ich auch warum. Ich bin bestimmt definitiv auf das X gekommen. Weil ich nämlich Alt X drücken muss. Ich habe vor mir dieses Dashboard, dass ich das dann einfach benutze. Ich verstehe es auch nicht. Kann man das sehen? Feld 25? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich glaube, hier sieht man das, oder? Halt hier unten. Nein, auch nicht. Im Wachstum. Die Kurvenanzahl. Ground und Fern. Also wie es dabei sehen muss, muss es gar nicht so schlimm gewesen sein. Oder habe ich das falsch eingestellt? Von der Breite. Jetzt bin ich mal ganz durcheinander hier. Was hast du hier für eine 6 Meter? Ich habe hier aber auch 6 Meter drum, gell? 6 Meter, ja. Vielleicht habe ich es erst kurz vorher gedrückt. Oder der hat es 6 Meter lang. Nee, also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der da jetzt. Obwohl das oben war. Trotzdem mit weggeh. Striegelt hat. Jetzt sind doch schon wieder 17 Minuten um. Eigentlich habe ich gesagt, wir machen mein Feld auch noch. Mach mal. Wie gesagt, wir fahren definitiv zu meinem Feld hin. Und das werde ich definitiv heute noch striegeln. In was für einer Folge, weiß ich noch nicht. Aber ich werde definitiv nach dieser Folge oder in dieser Folge noch anfangen, mein Feld zu striegeln. Das ziehe ich noch. Na gut, da habe ich noch ein bisschen vergessen. Aber das ist okay. Das ist okay. Wir haben jetzt schon 70% fertig. Also wenn wir heute noch mal eine halbe Stunde machen, dann sollte ich dieses Feld definitiv schaffen. Und meins vielleicht noch anfangen. Und das ist ein Ding, was ich eigentlich schon gerne machen sollen. Ihr wisst schon. Was ich schon längst hätte machen tun sollen. Nee, was ich auf jeden Fall definitiv machen werde. Mein Feld striegeln. Und dann werden wir mal wirklich auf Feldinfo gucken, ob das dann wirklich besser ist. Muss der theoretisch unkrautfrei dran stehen oder plus 5% Erntesteigerung oder was da auch immer dran steht. Ich weiß jetzt gar nicht. Und voilà. Mal nach oben. Sind jetzt hier bei 5. So. Müsste doch hier klappen. Absetzen. Tempomat. So, wie viel habe ich denn jetzt? 78. Was mache ich denn hier mit einer Reihe? Dinger sind umgeklappt. Der. Das jetzt hier mal. Ist doch nur noch einmal, oder? Einmal hin, einmal zurück und fertig. Sollten noch die 20%. Gut, bin ja schon bei 80%. Das sollte ich ja easy schaffen. So, wie spät haben wir es? Real Life 0:25 Uhr. Spiel wieder richtig schön in die Nacht da rein. In-game haben wir was. Ich habe leider mal auf Vollmodus gemacht. Auf
13.33 Uhr. Ach, das ziehe ich ja doch da oben rauf. Warum gucke ich denn auf meine Dashboard rein? Mal 3 haben wir auch. Das habe ich das letzte Mal wieder vergessen, auf 3 zu stellen, die Zeit. 87, wunderbar. 87 ist eine gute Zahl. Oh, jetzt schon weg. Alles. Ich glaube, wenn wir hier die Hälfte noch machen, dann ist der Auftrag abgeschlossen. Aber wir ziehen es durch. Voilà. Das ist das Wichtigste. So. So. Absetzen. Wunderbar. Aber da wirklich nur noch so wenig? Ach stimmt, weil wir ziemlich... Nee. Nee, passt, 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 passt. Wir haben da 93%. Perfekt. Können wir dann später noch zurückfahren, bei mir anfangen zu striegeln und dann... Die Tiere, apropos Tiere. Hier, 500. Mensch, Leute, es wäre endlich mal Zeit für Aufträge. Wann kann man denn hier den Weizen ernten? Mal hierher, Weizen, 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 Weizen. September ist. Halt, nee. Erntedings hier, das könnte 2 Tage lang kann es den Tieren noch reichen. Safe auf jeden Fall. Ihr seid verpflegt, ihr seid bestens verpflegt. Sehr schön. Nee, ist doch optimal. Schafbuch, gut. So, jetzt gehen wir mal hier hin. 99%, jetzt haben wir ihn abgeschlossen. Wie viel Geld haben wir? 31.000. Guckt immer ein bisschen drauf, ob es auch wirklich 32.000. Wunderbar. Haben wir komplett durchgezogen? Ja. Tun wir mal anheben. Zusammenklappen. Und ab in die Heimat. So, oder? Sehr schön. Gut, 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 gut. Gefällt mir. Jetzt ab zu uns. Auf unsere Wiese. Die müssen wir... Aber da gucken wir jetzt vorher erstmal kurz drauf und dann striegeln wir ein kleines bisschen. GPS können wir ausmachen. Wir fahren hier rein. Ich glaube, das war der richtige. Genau, ja doch, am Holz vorbei. An der Baustelle vorbei, wo ich nicht weiß, ob die schon immer da ist. Beziehungsweise... Ach, das ist... Doch, sieht aus wie eine Baustelle. Natürlich ist es eine Baustelle. Vielleicht wird ja irgendwas hingespawnt. Im dritten Jahr. Ich weiß gar nicht, ob das im ersten Jahr auch schon war. Keine Ahnung. Wichtig ist erstmal, dass wir jetzt hier zu unserem Feld kommen. Oh, perfekt eigentlich. Ich fahre direkt von oben rein. Kann dann direkt anfahren. Das ist ja... Da habe ich mal wieder was Gutes gemacht. War mal wieder ein guter Einfall von mir. So, jetzt hier noch schnell die Strecke nach oben. Das kleine Bergchen hier. So. Oh, herrlich, wie er vom Gas runter geht. So, können wir hier gleich mal einschlagen. Können wir hier gleich mal ausklappen. Und hier können wir gleich mal die Tür aufmachen. Weil wir aussteigen müssen. So. Hier steht jetzt dran, im Wachstum Gras muss gepflügt werden. Okay. Da steht jetzt dran, erwarteter Ertrag 90, Ertragspotenzial 100. Aber 89, 90, 89. Gut. Springen wir mal nochmal rein.
Lass die Tür auf. Ja, die Tür bleibt auf. So, hier fahren wir mal weiter hinter. So, absetzen. Ziehen das jetzt hier mal durch. Ich weiß ja nicht. Also nochmal, was haben wir hier gehabt? No, warte, 87 und 100. 87 und 100. Boah. Also Leute, schreibt mir wirklich mal, ob das wirklich... Das ist ein kleiner Berg hier drin, ne? Schreibt mir... Wie kann man das denn vorstellen? Oder verändert sich da was am Stickstoff auch nicht? Ich mach doch da die erste Lage da einfach nur damit kaputt. Oder ist es... Na, ist es... Oh, die... Ich muss jetzt kurz was gucken. In der ersten Wachstumsstufe? Oder warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob das was bringt. Was ist das? Ne, das war ich nicht. So, Ertrag. Das macht den Ertrag auch nicht besser. Oder wobei, das haben wir... Ne. Das ist alles 95, obwohl ich da drüber gefahren bin. So, muss gepflügt werden. Können wir mal wegmachen. Da ist noch gar kein Unkraut drauf. Also ich sag mal jetzt mal so, ich striegel das jetzt mal nicht. Vielleicht liegt's, oder habe ich hier irgendwo eine Graswiese? Gras? Vielleicht muss ich das aber anschalten. Wachstum? Der ist nämlich jetzt schon, würde nach unten gehen. Wenn ich darüber... Das ist scheiße, das ist ja wieder irgendwie... Wachst du mir bei dunkelgrün? Ist kein Unkrautor. Also ich lasse es jetzt mal, weil ich mache ja damit eigentlich alles kaputt. Ich lasse es wirklich jetzt mal. Kann vielleicht ein Fehler sein, aber wirklich, gebt mir mal Bescheid, wenn ihr wisst, was da, ob ich da was machen muss, ob das so richtig ist oder ob das falsch ist. Mir kommt das irgendwie vor, als es wäre das schon richtig, was ich mache. Bloß vielleicht das falsche Gerät vielleicht. Oder ist doch das richtige Gerät und ich verstehe das nicht ganz richtig. So. Dann fahren wir hier mal rein. Wunderbar. Das können wir noch ein bisschen zurückfahren. So. Gut. Auf. Zack. Zack. Gut. Ich werde aber jetzt... Gehen wir die Tür zu machen. Hier das Tor zu machen. Gucken, wie viel. Oh, vielleicht haben wir sogar schon. Vielleicht ist da sogar schon was fertig an Wolle. Nee, war ja klar. Oh, die dürfe ich ja auch nicht vergessen. Mit 38%. Naja, gut. Gut, halbe Stunde haben wir geschafft. Ich bedanke mich nochmal sehr, sehr, sehr recht herzlich, dass ihr so viel anschaut, so viel Klicks da lässt bei mir. Vielen herzlichen Dank. Macht weiter so. Heute sage ich es einfach mal. Vergewaltigt den Like-Button. Und sehen uns demnächst wieder. Habt viel Spaß. Habt auch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.